Bernadette von Häusern, ihr seid angeklagt und überführt der Häresie und Hexerei. Eure Strafe ist der Tod durch die Flammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Tiefer Eintauchen in. Und es dreht sich heute alles um das Horrorspiel Little Hope. Zu dessen Vorgänger Man of Medan gab es von mir schon die passenden Film-, Buch- und Spieletipps zum Thema Geisterschiff. Dieses Mal geht es um Hexen, damit ihr noch tiefer in das Setting von Little Hope eintauchen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Okay, dieser Film muss einfach auf diese Liste. Blair Witch Project aus dem Jahr 1999, ein Meilenstein der Kinogeschichte. Ein Horrorfilm, der eine so unfassbare Intensität entwickelt, der als einer der ersten Filme die Macht des Internets ausgenutzt hat. Ein Film, ohne den es Paranormal Activity 1 bis 24 nicht geben würde. Einer der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten. So, jetzt muss ich mal wieder runterkommen. Ich war in jungen Jahren alleine im Kino und habe die Anspannung kaum ausgehalten. Das hat sich wohl bei mir eingebrannt. Kurze Story-Zusammenfassung. Drei Studenten drehen eine Dokumentation über die Hexe von Blair, die angeblich in den Wäldern ihr Unwesen treibt. Anfangs sieht man, wie sie Menschen zu dem Thema interviewen und Informationen sammeln. Dann geht's ab in den Wald. Das war's quasi. Mehr will ich nicht verraten. Sollte ja jemand den Film noch nicht gesehen haben. Das Besondere an dem Film ist, dass der gesamte Film nur die Kameraaufnahmen der drei zeigt und informiert am Anfang, dass dieses Videomaterial gefunden wurde, die drei Studenten aber spurlos verschwunden sind. Es gibt keine Musik, verwackelte Kameraführung, grobkörnige Aufnahmen, mieser Ton, Scheißbeleuchtung, unbekannte Schauspieler und trotzdem ist er einfach so geil. Es gab kein fertiges Drehbuch, die drei Nachwuchsschauspieler wurden mit knappen Anweisungen in den Wald geschickt und mussten dann improvisieren. Die Essensrationen wurden sogar nach und nach verkleinert, damit die Schauspieler auch wirklich so richtig fertig aussehen. Da braucht man dann auch keinen Maskenbildner mehr. Der komplette Film hat $60.000 gekostet. Das beeindruckende Einspielergebnis $248 Millionen. Wow. Einfach nur wow. Damit gibt es nur einen Film, der mehr Einnahmen im Verhältnis zu seinen Kosten hatte. Ihr werdet es euch denken können, der Porno Deep Throat. Wer kennt ihn nicht? Der hat bei einem Budget von $25.000 600 Millionen eingespielt. Das ist eine Stange Geld. Stange. Versteht ihr? Pornofilm. Da hat er aber wohl die Mafia die Hände im Spiel. Geldwäsche und so. Guckt euch den Film am besten alleine im Dunkeln an. Also Blair Witch meine ich jetzt. Wer da keine Angst kriegt, ist ein sehr harter Hund. Es gibt auch einen zweiten Teil zu dem Film, der ist allerdings sehr umstritten, da er wie ein ganz normaler Spielfilm aufgebaut ist. Ich fand ihn okay. Vor kurzem kam dann noch ein weiterer Film raus, der war auch ganz okay. Nun stehe ich hier, heute Nacht wird es geschehen. Mein Herz wird brennen, alles soll es sehen. Apropos harter Hund. Der Film Hexen, Hexen ist für mich der pure Horror. Der Film, der 1990 in den Kinos erschien, wird als Fantasy-Komödie bezeichnet und ist ab 6 Jahren freigegeben. Ab 6 Jahren. Ich fasse es nicht. Nur ein Beispiel. Ganz am Anfang bekommt der Junge eine Geschichte von seiner Großmutter erzählt. Ein kleines Mädchen verschwindet spurlos, kurz darauf entdeckt ihr Vater sie in einem Gemälde in seiner Wohnung. Sie steht da und schaut aus dem Fenster. Sie starrt ihn einfach nur an. Sie altert sogar mit der Zeit und ihr Vater muss Tag für Tag den stummen, flehenden Blick seines kleinen Mädchens ertragen. Na, wenn das nicht nach einer tollen Gute-Nacht-Geschichte für kleine Jungs klingt, dann weiß ich es auch nicht. Auch die Hauptstory ist übel. Hexen treffen sich in einem Hotel, um die Ausrottung aller Kinder in Großbritannien zu planen. Die Oberhexe sieht übrigens so aus. Also, wenn euer 6-jähriges Kind danach noch ruhig schlafen kann, dann stimmt etwas mit ihm nicht. Besagter Junge ist mit seiner Großmutter im selben Hotel und bekommt alles mit. Die Hexen entdecken ihn und verwandeln ihn in eine Maus. Dieser als Kinderkomödie getarnte Horrorfilm ist nur was für Menschen mit starken Nerven. Was ich aber zugeben muss, ist, dass die Masken und Effekte wirklich heute noch überzeugend aussehen. Es gibt noch eine Neuverfilmung von dem Stoff, der sollte eigentlich dieses Jahr noch im Kino erscheinen. Wir wissen alle, im Moment ist eh nichts, wie es sein soll, aber ich bin da eh raus. Kannst mich jagen mit dem Scheiß, ey.
Kann ich nicht mehr schlafen. Noch glimmt ein kleiner Funke nur, doch bald ist es entfacht. Ein Feuer in der Nacht. Ich brenn für dich. Es heißt, man sollte mich verdammen. Und ich brenn für dich. Und dann steh ich für dich in Flammen. Und dann brenne ich nur für dich. Auf Heu und Stroh. Die Serie The Witcher basiert auf den Büchern des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Auch die überaus beliebten und erfolgreichen Witcher-Spiele von CD Projekt Red basieren auf diesen. Die Serie ist Netflix-exklusiv, bisher ist eine Staffel erschienen, eine zweite folgt und mittlerweile wurde auch die Produktion einer dritten Staffel bestätigt. Also, wenn sie euch gefällt, Nachschub ist im Anmarsch. Wir erleben in der Serie die Abenteuer von dem Hexer Geralt. Dazu gibt es Handlungsstränge zu Jennifer und Ciri. Ich fand die Serie sehr unterhaltsam, die Welt ist toll und atmosphärisch umgesetzt und geizt nicht mit brutalen Szenen. Von mir gibt's eine ganz klare Empfehlung. Ich bin ein Mann der Kirche, keusch und rein, und stolperte unglücklich in dich rein. Du krümmtest dich noch voller Schmerzen, mein Kind trägst du nun unterm Herzen. Ich hab's verdient, du hast ja nichts gemacht. Der Film Hänsel und Gretel Hexenjäger aus dem Jahr 2013 erzählt die Geschichte von Hänsel und Gretel, nur sagen wir mal, etwas anders. Nachdem die beiden die bekannte Hexe aus dem Knusperhäuschen gekillt haben, haben sie Blut geleckt und machen weiterhin Jagd auf die zaubernde Brut. Jo, das war's im Prinzip. Es spritzt literweise Blut, Gliedmaßen fliegen durch die Gegend und ein One-Liner jagt den nächsten. Schraubt eure Ansprüche runter, habt keine hohen Erwartungen, dann werdet ihr gut unterhalten. Der zweite Teil trägt den unfassbar kreativen Namen Gretel und Hänsel und ist dasselbe in grün. Und wenn wir unsere Ansprüche jetzt heruntergeschraubt haben, können wir uns gerade noch The Last Witch Hunter anschauen. Der gehört auch in die Kategorie Hirn aus, Film an. Falls ihr noch Zweifel an meiner Aussage habt, Vin Diesel spielt die Hauptrolle. Dieser jagt seit Jahrhunderten Hexen, in der Neuzeit versucht mal wieder eine Oberhexe die Macht über die Welt zu übernehmen und Vin Diesel macht sie fertig. Also so richtig fertig, halt im Vin Diesel-Style. Naja, wenigstens fährt er nicht ein Autorennen gegen die Hexe. Mit Abstand der schwächste Film auf der Liste, aber wenn ihr die anderen schon kennt, könnt ihr mal reinschauen. Leicht war sie des Teufels und ihr Haar ist viel zu rot. Egal, im Morgengrauen ist sie tot. Doch solltest du für deine Sünden noch jemals jemanden entzünden, denk daran, keine brennt wie ich für. Nur zur Vollständigkeit halber möchte ich noch die Harry Potter Filme und Bücher erwähnen. Hier gibt es Zauberer und Hexen en masse. Ich bin ein riesen Harry-Fan und deshalb gibt es eine ganz klare Empfehlung von mir für die komplette Reihe. So, das war's gewesen mit meinen Empfehlungen zum Thema Hexen. Habt ihr weitere Tipps, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Bei Gefallen lasst gerne ein Abo und Like da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Wollt ihr beim Spielekauf Geld sparen? Dann schaut mal bei Homicide84 vorbei. Unter den Videos findet ihr Links zu verschiedenen Anbietern, wie zum Beispiel MMOGA, und dann bekommt ihr zusätzlich satte Rabatte. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.